Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet in Missouri wieder unterwegs, denn ich bin nochmal die Liste durchgegangen von allen Fischen, die es im Spiel gibt und der einzige, der uns tatsächlich noch fehlt, ist der schwarze Zwergwels oder wie auch immer heißt, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber der fehlt uns auf jeden Fall noch. Ich hatte einmal gesagt, dass ich den fangen möchte, als ich hier war, um die kleinen Fische zu fangen, aber da habe ich es verpennt. Am Anfang vom Video gesagt und am Ende nicht getan. Also müssen wir jetzt ran. Aber ich war heute auch lange in Missouri und habe da geangelt. Und da waren sowieso viele, die immer gefragt haben, wie sie Welse fangen können und wo und wie tief und mit was für Köder. Also passt das sowieso ganz gut. Ob die es dann letztendlich sehen werden, sei natürlich dahingestellt. Aber wenn wir den schon mal fangen, dann können wir auch nochmal die anderen Welse direkt mit durchgehen. Und deshalb starten wir einfach mal mit dem Setup, würde ich sagen. Da klicken wir hier drauf und dann sehen wir es schon. Ja, ausklappen brauche ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt hier den Neo 93 Exterminator 5500, aber je nachdem, was ihr für ein Level habt, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ist nicht so entscheidend dafür. Entscheidend ist eigentlich nur der Köder und eventuell die Hakengröße. Der Rest ist egal. Die Tiefe ist natürlich auch wichtig. Die solltet ihr euch merken. Als Köder habe ich erstmal den kleinen Schnittköder, aber ihr könnt auch mit Käse anfangen. Ich glaube, Käse ist ab Level 2. Den habt ihr dann relativ schnell zusammen. Ich weiß gar nicht, meine Levelliste noch irgendwie liegen. Ah, guck mal, Level 2, 15 XP, die habt ihr wahrscheinlich schon nach dem Tutorial zusammen. Also könnt ihr wahrscheinlich direkt mit Käse starten oder fangt halt zuerst 15 kleine Fische mit einem XP und könnt euch dann den Käse kaufen. Kleiner Schnittköder ab Level 4. Also auch relativ fix zusammen, braucht man 200 XP, wenn meine Liste noch aktuell ist. Also hat man auch ganz schnell alles beisammen. Und was gibt es da noch? Brot weiß ich gar nicht. Brot würde ich jetzt sagen, geht nicht. Aber sonst Grießkugeln gehen glaube ich auch nicht. Dosenfutter. Dosenfutter geht auf jeden Fall. Das ist ab Level, lass mich lügen, kann man auf jeden Fall hier im Shop auch kaufen. Guck mal, ab Level 3 sogar. Also für Level 2, für Level 3 und für Level 4 gibt es jeweils einen Super-Welsköder, mit dem man die auch fängt, sogar die Trophäenfische. Denn ich habe gerade schon ein bisschen geangelt auf Wels und da sehen wir Trophäenwels auch mit kleinem Schnittköder. Und übrigens 50 XP, was natürlich gerade in den ganz unteren Level richtig viel ist. Den kann man auf jeden Fall auch damit überlisten. Aber ob wir das jetzt in der Aufnahme schaffen werden, weiß ich nicht. War auch ein bisschen erstaunt, weil normalerweise gehen die auf den kleinen Schildköder eher selten drauf. Ihr könnt dann natürlich mit der Hakengröße ein bisschen variieren. Ich habe, glaube ich, jetzt hier gerade den 1er drauf. Aber das müsst ihr halt gucken, welchen ihr zur Verfügung habt, je nach Level. Also bis 2.0 könnt ihr hochgehen. Darüber habe ich selber noch nicht ausprobiert. Müsstet ihr dann gegebenenfalls selber machen. Aber die habt ihr am Anfang sowieso nicht zur Verfügung. Aber ansonsten von 6 bis 1 könnt ihr alles benutzen an Haken, was es da gibt. Und Köder dementsprechend die drei, die ich gerade genannt habe. Natürlich könnt ihr auch dann noch später andere Köder benutzen, aber ich wüsste nicht, warum man hier später noch Welse angeln soll. Könnt natürlich auch den großen Schildköder benutzen, den mittleren Schildköder, Shiner und was weiß ich. Alles soll möglich sein, aber wir starten jetzt erstmal und gucken mal in Wolke. 15 Uhr. Ja. Irgendwo da sind wir jetzt. Also die Zeit ist auch nicht so wichtig. Ihr könnt eigentlich hingehen, wann ihr wollt. Macht alles gar nichts. Hauptsache, ihr seid so ansatzweise hier irgendwo in dem Beißbereich. Ihr könnt natürlich auch hier fangen, aber hier habt ihr natürlich dann mehr Chancen, wenn der Graf nach oben zeigt. An sonnigen Tagen dementsprechend hier und hier. Aber bestimmte Zeiten gibt's da keine. Deshalb ran ans Wasser. Und Fische fangen. Also ich glaube, man spawnt hier irgendwo so bla, irgendwo hier so. Und dann gehen wir einfach mal hier nach ganz links rüber. Und werfen einfach mal hier den Schatten entlang, beziehungsweise die Spiegelung von den Bäumen. Und dann werden wir den schon fangen. Ich hole mal ein bisschen näher ran noch. Und dann hoffen wir, dass gleich der erste Fisch kommt. Das geht eigentlich relativ schnell. Darf ich jetzt natürlich nicht sagen, weil wenn ich das jetzt sage, dann tut sich da wieder die ganze Zeit nichts. Aber noch bin ich zuversichtlich, dass wir schon irgendwann einen Fisch
überlisten werden. Ich glaube, da kommt auch schon der erste Biss, wenn ich das richtig sehe. Ist nicht so gut zu erkennen an der Powerleiste, aber jetzt kommt auch der Zupfer an der Pose und der Fisch hängt. Was haben wir da am Start? Wahrscheinlich Jungkanalwels. Jawohl. 10 XP. Immerhin besser als nichts, aber geht auf jeden Fall ruckzuck. Und man kann so auch relativ schnell in den unteren Leveln farmen. Gerade dann, nachdem die hier die Forellenmarsche leider genervt haben. Also vorher hat man hier schon so die Trophäenfische gefangen von den Forellenbarschen und auch normal groß. Aber jetzt ist es meistens so, dass man tatsächlich nur noch die Jungen erwischt, wenn man mit den unteren Bassjigs angelt, was ein bisschen schade ist. Aber gut, kann nichts machen. Manchmal ist auch noch normaler dabei, aber der bringt auch leider nicht so viel wie ein Trophäen-Forellenbarsch, der natürlich vorher richtig reingehauen hat. Aber hier haben wir erstmal normalen Kanalwels gefangen mit 30 XP. Gut, ich habe jetzt den Premium-Account, das heißt, ihr kriegt ja ungefähr 20, wenn ihr keinen habt. Ne? 10 minus, 30 minus 10 ist natürlich 20, schnell mal im Kopf gerechnet. Und so kann man dann schnell durch die Level fahren. Aber wir wollten eigentlich den anderen fangen. Ne? Jetzt habe ich hier, glaube ich, den Haken zu groß ausgewählt für den. Weil der ein bisschen kleiner ist als der Kanalwels. Das heißt, ich mache mal einen Vierer drauf und versuche mal mein Glück mit Käse. Und dann hoffen wir, dass wir den erwischen. Dafür müssen wir gar nicht so weit werfen. Der steht meistens ein bisschen weiter vorne als der Kanalwels. Jetzt haben wir den Kanalwels natürlich gerade auch hier vorne gefangen, aber gut. Wir sind da schon ein bisschen zu tief dafür. Macht aber nichts, weil da schon der erste Biss kommt. Ist halt nur ein bisschen schwieriger, die Pose zu erkennen. Also, wenn die Pose liegt, können wir natürlich ruhig mal gleich ein bisschen flacher einstellen, das Ganze. Dann kriegen wir den auf jeden Fall besser mit. Aber wenn die Pose so zuckt, dann sehen wir den natürlich auch. Und was haben wir jetzt hier gelandet? Alles klar. Einen blauen Sonnenbarsch. Den wollen wir natürlich haben. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Wels. Boah, jetzt fange ich den scheiß Wels wieder nicht, ne? Ich sehe das schon kommen. Aber ich wechsle mal kurz hier meine Tiefe. Und guck mal, ob das was bringt. Aber ist, glaube ich, immer noch zu tief. Na, egal. Stellen wir dann gleich nochmal um. Irgendwo muss ja der Dingenswels stehen. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Schwarzer Zwergwels, glaube ich. Könnt auch einfach in Kescher nachgucken. Ich glaube, da ist schon einer drin. Aber das wäre zu leicht. Ah, zupfen tut er. Aber anbeißen noch nicht. Wahrscheinlich ist das wieder so ein kleiner Barsch da. Boah, dass die auf Käse gehen, ist natürlich nervig. Da müssen wir gleich doch mal den Köder wechseln. Aber erstmal soll der hier anbeißen. Aber bis jetzt tut er uns den Gefallen leider nicht. Boah, ist auch schwer. Vielleicht ist das auch einfach der Grund, wo dann der Köder schleift. Deshalb switche ich das Ganze mal schnell. Ich packe mal Dosenfutter dran. Rotohr-Sonnenfisch, den sollten wir hier, glaube ich, nicht finden. Also sollten wir davon eigentlich sicher sein. Und dann gehen wir nochmal runter auf 220, versuche ich mal. Okay, jetzt habe ich sowieso ein bisschen weiter geworfen. Da sollte es eigentlich passen. Pose steht auf jeden Fall im Wasser. Jetzt nochmal gucken, ob der Biss auch kommt. Und dann hoffen, dass es endlich der letzte Fisch in unserer Sammlung ist. Der Biss kommt auf jeden Fall. Mal gucken, was es dann letztendlich wird. So, da haben wir ihn. Und. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dunkel ist er. Schwarzer Zwergwels. Da ist er, der letzte Fisch. Jetzt kann das Update kommen. Ja,
alle Fische einmal durch. Und jetzt sollte es möglichst schnell kommen. Ich glaube, das ist sogar. Nehmen wir mal an, das wird Ende des Monats kommen. Dann ist es ja gar nicht mehr ganz so lange. Wobei ist natürlich dann noch die Frage. Ich glaube, das kommt ja erst in den Closed Beta Test. Und je nachdem, wie lange das darin sich noch auffällt, könnte es vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis es dann letztendlich öffentlich ist, beziehungsweise bis ich dazu Videos machen darf, denn von den Closed Beta Servern darf man leider nichts aufnehmen. Ist ein bisschen schade, aber auch nicht ganz so dramatisch, weil sich da teilweise doch nochmal viel tut. Ich glaube, beim letzten Test, da gab es in New York oder so Trophäenhechte oder einzigartige Hechte, ich weiß es nicht mehr. Und die waren dann hinterher auch nicht da und weiß ich. Also da gibt es halt Fische, die es dann letztendlich im Release dann doch nicht gibt. Und deshalb ist das auch halb so dramatisch, wenn das mal nicht so der Fall ist, dass ich davon irgendwas raushauen kann. Aber wäre natürlich interessant, dann zumindest schon mal das neue Gewässer zu sehen. Das dann wahrscheinlich auch drin enthalten sein wird, weil sonst wird der Test ja wenig Sinn machen, wenn die nicht mal den Großteil davon testen. Und das ist natürlich das neue Gewässer. Aber einfach mal abwarten, wann dann letztendlich das Update zur Verfügung steht für die große, breite Öffentlichkeit und fürs Video machen. Ich werde gleich, glaube ich, nochmal auf Schnittköder wechseln und vielleicht noch mit ein bisschen Glück einen Trophäenwels fangen. Das wäre dann, glaube ich, schon das Einzige, was ich hier noch zum Abschluss machen kann. Denn Welse sind nicht wirklich schwer zu fangen. Also wir sehen ja schon, jetzt haben wir auch schon den dritten schwarzen Zwergwels gefangen. Und der Kescher ist schon zu einem Drittel gefüllt. Aber ich habe auch, glaube ich, zwei Alligatorhechte da drin. Also jetzt nicht nur Welse. Ein bisschen geschummelt habe ich da. Aber wo ist er denn, Dizer? Schnittköder. So. Schnittköder, ein Sahaken packe ich mal drauf. Ich könnte auch größer gehen, um die Trophäen Dinger selektiv zu fangen, aber dann beißen da zu wenige an. Also damit ich zumindest noch ein paar Fische hier fange, lasse ich das mal beim Einserhaken und hoffe, dass zumindest ein Trophäenfisch dabei ist, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, lasst euch gesagt sein, man fängt ihn so und ihr müsst mir glauben. Ich habe ja gerade schon in den Kescher reingeguckt, da war er ja drin. Also alles Tutti. Boah, das könnte sogar schon fast einer sein, wa? Wenn ich es normaler. Auf jeden Fall der Ausschlag schon mal nicht ganz so schlecht. Also ein Junger ist es, glaube ich, nicht. Man erkennt den Ausschlag nämlich im Gegensatz zu den anderen etwas deutlicher. Jetzt müsst ihr den Köder nur noch nehmen, damit wir auch wissen, mit was wir da letztendlich unsere Zeit verbringen. Na komm, das macht er. Jetzt müssen wir noch drillen. Die Bremse geht auch schon ein bisschen. Oh, da bin ich mal gespannt. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, das klappt ja hier wie am Schnürchen, ja. Direkte Trophäenwels, was will man mehr? Das ging echt jetzt leichter als erwartet. Da bin ich jetzt ein bisschen platt selber. Aber ist mir natürlich recht, wenn das dann auch alles so klappt, wie ich das vorhatte. Perfekt, packen wir in den Kescher und sagen Dankeschön. Und fahre einfach noch einen zweiten. Okay, der war zu kurz, da vorne werde ich keinen fangen. Also werde ich es nochmal versuchen mit einem Auswurf. Der ist zu weit, aber reinholen ist ja immer weniger das Problem. Wobei, der ist gar nicht zu weit. 14 Meter geht eigentlich. Also lassen wir es erstmal da und gucken, was uns der Tümpel hier an Fischen freigeben möchte. Der Biss kommt auch schon, aber der sieht nicht ganz so stark aus wie der gerade.
Also wenn, dann ist es vermutlich ein normaler. Und auch der zieht ab, also auch mit dem Einserhaken kriegt man eigentlich selten Fehlbisse. War das sogar ein Junger oder was? Jo, tatsächlich. Tatsächlich ist das ein junger Kanalwels. Aber egal. Packen wir alles in die Tasche. Fisch ist Fisch. Und Geld ist Geld. Was wir natürlich nicht ablehnen werden. Jetzt habe ich wieder zu kurz geworfen. Aber auch da kommt ein Biss. Und der zieht auch schon ab. Auch nochmal ein junger Kanalwels. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, fängt man hier auch schon die. Boah, ich weiß die Tiefe von denen nicht, ne? Die Dingshechte, die Karlhechte, die müssen wir eigentlich auffangen. Ich wüsste mal jetzt ganz gerne, was die an XP bringen im Vergleich zum. Ich glaube, die waren tiefer, ich bin mir nicht sicher. Im Vergleich zum Wels. Weil ich habe das gerade nicht im Kopf. Aber zur Not könnt ihr ins Video reinschauen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Deshalb frage ich mich gerade, was effektiver wäre vom Level-Faktor her. Ich habe zwar auch mal ein Level-Video gemacht, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die Karlechte da schon draußen waren. Aber ich glaube, so auf Anhieb werde ich den jetzt wahrscheinlich nicht erwischen können. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, ob der auf kleine Schnittköder ging. Also Karlechte lieben zwar Schnittköder, aber ich weiß nicht mehr, ob es der kleine war. Aber müsste eigentlich, das ist auch der kleine Karlicht hier, also kein dicker Fisch. Der gibt es zwar auch als Trophäenfisch, aber dementsprechend nicht als einzigartig mit was weiß ich wie viel Kilo. Zumindest nicht hier, dafür müsste er dann erstmal nach Florida. Aber ich glaube, das jetzt da irgendwie zu retten und den Fisch zu fangen, wird jetzt ein Akt der Unmöglichkeit. Auf jeden Fall stehen die da vorne an der Krautbank, da wo es die Rutenspitze ist. Wenn man da ganz genau hinguckt, dann sieht man da so ein paar Seerosenblätter. Aber ich glaube, im Video wird das eh nicht erkennbar sein. Deshalb versuchen wir einfach noch ein paar Welse zu fangen. Denn das klappt wenigstens. Und da wissen wir auch, ja toll, jetzt habe ich natürlich die falsche Tiefe eingestellt. Ich wollte gerade sagen, da wissen wir auch wie tief. Und werf aus mit der falschen Tiefe. Nice. Nice, nice. Deshalb switchen wir das mal wieder hoch auf 2,50. Aber ihr habt gerade gesehen, ich habe den Trophäen, wäre jetzt glaube ich auch bei 2,20 oder so gefangen. Also das geht natürlich auch. Ihr müsst nicht ganz so tief sein, aber da hinten angle ich meistens bei 2,50, weil es einfach da tief genug ist und ich somit noch näher am Grund dran bin, wo die Welse auf den Köder lauern, der dann schön vor der Schnauze herzieht und die quasi nur noch aufsaugen müssen. Das ist natürlich wie in echt, ne? Also wenn ihr essen wollt, dann nehmt ihr auch eher das, was schon fertig ist, als wenn ihr noch groß was kochen müsst. Oder der Lieferdienst, der ist natürlich auch mal praktisch. Dauert nur manchmal ein bisschen. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit man auf die Idee kommt, zu bestellen. Aber manche haben ja zum Glück so einen Service, dass man vorher bestellen kann. Und man dann eine Uhrzeit anwählen kann, an der man das gerne haben möchte. Da habe ich bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Das klappt eigentlich immer relativ gut, dass es auch dann pünktlich da ist. Und wenn man dann gerade so morgens im Bett liegt und denkt sich, ach ja, heute Mittag mal so eine Pizza oder so eine Ente, ja, kann natürlich nicht schaden, dann bestellt man das schon mal für 12:30 und
ist dann auch gezwungen, irgendwann mal aufzustehen. Sonst klingeln die an der Tür und man liegt noch im Bett. Das ist natürlich immer schlecht. Aber für Essen steht man natürlich freiwillig auf, deshalb halb so schlimm. Und für Ente sogar doppelt so gerne. Aber leider, der Chinese, bei dem ich ja bestellt habe, der liefert nicht mehr. Zumindest liefert der nicht mehr per Online-Bestellung. Sonst konnte man immer schön per App da bestellen, aber da ist der leider nicht mehr drin. Und zum Anrufen bin ich zu faul. Und zum selber hingehen, obwohl er 200 Meter entfernt ist, natürlich auch. Weil dazu muss man natürlich auch das Bett verlassen. Und sogar das Haus. Das geht natürlich gar nicht. Also muss ich warten, bis der wieder drin steht. Ich hoffe, der kommt nochmal rein. Weil der war echt gut. Aber gut. Wir sind hier zum Welsangeln und nicht zum Entenessen. Also würde ich sagen, fangen wir noch schnell hier ein. Und dann soll es das auch gewesen sein. Denn allzu spannend ist das ja auch nicht. Ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, das letzte Weltvideo war tatsächlich noch aus der Closed-Beta-Phase. Das war, glaube ich, das zweite Fishing Planet-Video auf dem Kanal, als ich die hier gefangen habe. Und jetzt bei Folge, boah, welche Folge ist das? 92, 93, 94, ich glaube 93, bin mir nicht sicher. Hab den Überblick verloren. 90 Folgen später nochmal hier an den Ursprung zurückgekehrt. Denn gibt natürlich auch immer noch viele neue Spieler. Und vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen. Wenn nicht, haben wir zumindest unsere Fischliste vervollständigt. Den letzten Fisch, der noch in der Aufnahme gefehlt hat, ist gefangen. Das heißt, jetzt muss ich warten. Vielleicht eigentlich in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes. Wiederholen nochmal irgendwas, aber keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch Petri Heil. Sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen.